Ein sehr ungewöhnliches Ende nahm der Boxkampf Peter Müller mit heller Hose gegen den deutschen Mittelgewichtsmeister Hans Stretz in Köln. In der achten Runde passierte das Unglaubliche. Ringrichter Pippo trennte und ermahnte Peter Müller wegen Haltens und Sprechens im Ring und wurde daraufhin von ihm niedergeschlagen. Der tobende Müller wandte sich wieder gegen Stretz und dann gegen jeden, der sich im Ring zeigte und ihn wieder zur Raison bringen wollte. Dann trat Peter Müller ab. Das Kölner Publikum aber verzeiht ihre Müllers ab. Nach einem Jahr Sperre steht er noch für 10 Jahre im Ring und wird noch 3-mal Deutscher Meister. Während die Filmszenen von dem berühmten Niederschlag weltweit zensiert werden, wird das Foto zu einer Ikone.